Ach, da seid ihr ja schon wieder. Ich komme einfach nicht zum Lernen, aber macht ja nichts. Diese ganzen Stapel an Zettel sind vollgeschrieben mit Wissen, was in meinem Kopf noch abgespeichert werden will. Dass man Papier nicht nur mit Schrift und Wort füllen kann, haben die Aktionisten der Paper Girls bewiesen. Sie haben verschiedene Werke auf Papier gebannt und diese dann in der Galerie Kupferdiebe im Gängeviertel ausgestellt. Das Besondere an den Paper Girls ist, sie verkaufen ihre Werke nicht zu überteuerten Preisen, sondern verteilen sie nach der Ausstellung auf unüblicher Weise bei uns hier in der Hansestadt. Wie das Ganze aussieht, zeigt der nächste Beitrag und ich hoffe, ich kann jetzt endlich in Ruhe lernen. Ein lautes Klingeln kündigt sie an. Unterwegs sind sie mit dem Fahrrad, bepackt mit Geschenken der etwas anderen Art. Wer Glück hatte und sich traute zuzugreifen, wurde von den Paper Girls mit einer außergewöhnlichen Rolle belohnt. Marcel Matein initiierte zusammen mit Martha Ovčarčák und Falko Richter eine Kunstaktion, die es so noch nicht in Hamburg gab. Also die Paper Girls, beziehungsweise die Idee des Paper Girls, ist eigentlich von Aisha Roninger, die das 5 Jahre lang in Berlin betrieben hat. Es geht eigentlich darum, Kunstwerke vom Fahrrad aus zufällig an Passanten zu verteilen und dabei einen Überraschungseffekt zu schaffen. Ausgangspunkt der Verteilaktion war die Galerie Kupferdiebe im Gängeviertel. Dort durfte 2 Wochen lang von den Besuchern alles begutachtet werden, was später unter das Volk gebracht wurde. Wichtig war den Organisatoren dabei die Vielfältigkeit der Kunststile. Wir haben Open Call gestartet, das heißt, wir haben das Ganze auf verschiedenen Blogs publik gemacht, über Facebook ist viel gelaufen, die Connection mit den Künstlern und dann Mund-zu-Mund-Propaganda aus dem Gängeviertel, wo wir auch ausgestellt haben, sind noch viele Sachen gekommen von Künstlern und so konnten wir eigentlich einen ganz großen Pool an verschiedenen Werken halten. Wir haben bewusst nicht aussortiert, weil das ein ganz zentrales Element dieser Paper Girl-Idee ist, unselektiert die Sachen auszustellen und dann auch zu verteilen. Das einzige Kriterium ist, dass das rollbar sein muss. Es ist egal, ob das ein Original ist, ein Print ist, vom Stil her, von der Größe her ist das ganz egal. Und jeder, der da von der Aktion mitbekommt, ist herzlich eingeladen, uns was zu schicken. Eine einzelne Rolle stellt sich immer aus mehreren Exponaten unterschiedlicher Künstler zusammen. Die Bündelung verschiedener Stile macht so jede einzelne Rolle zu einem Unikat, das mit einer kleinen Banderole versehen wird. Anschließend bekommt jedes Paper Girl so viele Rollen, wie irgendwie mit dem Fahrrad transportiert werden können. Der Name Paper Girls ist übrigens in Anlehnung an die amerikanischen Paper Boys gewählt worden. Diese warfen die Morgenzeitung vom Rad aus in die Vorgärten der Bürger. Ähnlich sieht es nämlich aus, wenn die bepackten Kunstverteiler durch die Stadt kurven. Ohne große Erklärung werden die Rollen willkürlich an Passanten verteilt. Was der eine verdutzt entgegennimmt, empfängt der andere mit strahlenden Augen. Die Aktion Paper Girls weckt Neugierde bei allen Umstehenden. Dies ist auch ein Grund, warum die Aktion schon seit mehreren Jahren existiert. Also in Berlin lief sie 5 Jahre lang, ist jetzt ausgelaufen 2009. Und wir hatten mit den Berlinern Rücksprache gehalten, ob wir das quasi für Hamburg umsetzen können als deutschlandweiter Nachfolger. Ist weltweit die Aktion, gibt es in Südamerika, in Kanada, in Südafrika. Die Berliner haben das 5 Jahre gemacht, wie lange wir das machen wollen, steht noch in den Sternen, aber Paper Girl 2 ist fest geplant und wir versuchen es diesmal in den Sommer zu legen, damit auch die Verteilaktion ein bisschen besser mit dem Wetter koordiniert werden kann. Am Ende hatten trotz hanseatischem Wetter alle Rollen schnell einen neuen Besitzer gefunden. Wer leer ausging, der muss sich bis nächstes Jahr gedulden. Dann heißt es nämlich wieder: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Kunst gefangen.